Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bessere Welt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich selbst meine Pilze züchte und vermehre. Und jetzt bin ich im Futterhaus und kaufe erstmal den Einstreu. Ich nehme mal diesen hier von Activa, der ist 100% kompostierbar, der ist natürlich, ohne Gerüche, für 1,69. Besser geht's nicht. Dann gibt es hier noch verschiedene Sorten mit Limongeruch und so weiter, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen absolut natürliches Einstreu haben. Und dann geht's gleich weiter, wenn ich zu Hause bin, Leute. Bis gleich. Okay, zu Hause angekommen, kann es dann endlich losgehen mit unserem Einstreu. Als erstes braucht ihr eine schön großflächige, ja, eine Wanne kann es sein, oder ich habe in meinem Fall hier so ein Regal genommen, das ich auf den Rücken gekippt habe, die Böden rausgenommen. Das geht auch. Ist zwar nicht ideal, aber Hauptsache es ist groß genug, wo wir dann unser ganzes Zeug mischen können. So, dann machen wir als erstes unsere Packung auf. Hygiene ist wichtig, auch wenn der Austernpilz nicht so anfällig ist. Trotzdem trage ich immer Einweghandschuhe und versuche halt so sauber wie möglich zu arbeiten. Muss jetzt nicht laborsteril sein, aber man sollte trotzdem nicht mit dreckigen Fingern oder so beigehen. Okay, nachdem wir unseren Block rausgeholt haben, ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir das Ganze nass machen. Und zwar habe ich da viel hin und her getüftelt und habe so für mich herausgefunden, wie schon gesagt, hier in dieser Packung sind 60 Liter Material und das entspricht 3,2 Kilo Masse. Genau. Und auf diese 3,2 Kilo habe ich herausgefunden, dass 3 Liter Wasser nicht zu wenig und nicht zu viel sind. Klar wird es da jemanden geben, der sagen wird, das passt so nicht. Aber ich für meine Ergebnisse bin ich zufrieden. Und so mache ich das auch immer. Und jetzt habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich das Ganze im Wasserkocher aufgeheizt, zweimal 1,5 Liter. Und das gebe ich jetzt hinzu. Achtet darauf, dass das Wasser richtig kocht, dann zieht es besser ins Holz ein. Und das kippen wir jetzt einfach drauf. So schön wie möglich verteilen. So, und jetzt quellt unser Holz schön auf und nimmt es gut auf. Und gleich noch eine Kanne. Okay, und nochmal 1,5 Liter drauf. So, dass wir insgesamt 3 Liter Wasser auf 3,2 Kilo Trockenmasse haben. Was jetzt ganz wichtig ist, Leute, wir müssen das jetzt gleich einmal gut durchmischen, dass sich das Wasser schön gleichmäßig verteilt und danach, sehr wichtig, schön abkühlen lassen. Also nicht gleich unser Substrat oder unsere Brot mit hinzugeben, sonst stirbt das Mizel ab. Wichtig, abkühlen lassen und dann geht's weiter. Bis dann. Okay. Also, nachdem wir jetzt unser Einstreu mit Wasser gemischt haben und das Ganze nochmal durchgemischt haben, so dass sich das Wasser gleichmäßig in der Masse verteilt, jetzt habe ich das Ganze nochmal abkühlen lassen. Das ist sehr wichtig, damit das Myzel nicht abstirbt. Möchte ich euch nochmal jetzt was erzählen, bevor es losgeht. Also meine Art und Weise, wie ich jetzt Pilze züchte und vermehre, besser gesagt, ist, dass ich jetzt einmal Pilz Substrat bestellt habe. In meinem Fall war das bei Pilzmännchen, aber ihr könnt das auch bei eBay oder bei anderen Online-Shops bestellen. Da, wo ihr meint, dass es gut ist oder dem ihr vertraut, wie ihr das möchtet. So, ihr könnt natürlich auch Brot bestellen. Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied, finde ich. Ich bin jetzt auch kein Profi. Also das, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass wenn man jetzt, sage ich mal, Brot bestellt, also das heißt mit Mehl angereichert auf zum Beispiel Roggen oder Weizenkörnern und so weiter, das soll halt ja, dem Pilz mehr Nährstoffe geben und es soll schneller durchwachsen als jetzt im Substrat. Und deshalb nehmen viele oder die meisten Brot, also Pilzbrot zum Vermehren des Mizels. Ich allerdings habe für mich herausgefunden, es geht genauso gut auch mit Substrat. Das heißt, ihr holt euch so ein Fertigsubstrat, so wie ich, bei Pilzmännchen zum Beispiel. Und dann könnt ihr das immer wieder und immer wieder vermehren.
Und wie das geht, zeige ich euch heute. Letztendlich bleibt es aber eure Entscheidung, wie ihr das macht. Also ich habe mir damals halt einmal so einen Pilzsubstratblock bestellt und seitdem vermehre ich das immer wieder. Das Einzige, was ihr kaufen müsst, ist halt der Einstreu und was noch dazu kommt, ist Wasser. Mehr Zutaten sind da eigentlich nicht drin. Klar kann man das Ganze noch verfeinern mit Zusatzstoffen wie zum Beispiel Kalk oder Gips, um dem Ganzen einen besseren pH-Wert zu geben, aber es klappt auch so. Okay, und los geht's. Ich habe jetzt hier insgesamt 1, 2, 3, 4 Substratblöcke, die ich schon einmal abgeerntet habe. Und bevor die komplett austrocknen, möchte ich jetzt natürlich das Ganze vermehren in meiner Mischung. So, jetzt habe ich hier einen Substratblock, den ich schon mal geerntet habe. Und eigentlich reicht für eine Packung Einstreu 3,2 Kilo ein so ein Block komplett aus. Das war jetzt nicht so viel. Und ihr könnt auch sehen, hier drin sieht man auch wunderbar, das Myzel ist noch schön am Leben und arbeitet. Und das nehme ich jetzt und zerbrösel das auf das ganze Einstreu. Es ist wichtig, dass ihr das nicht zu klein macht, aber auch nicht zu grob lässt. Ich zeige euch das mal. Das mache ich jetzt mit den ganzen Blöcken. So, nachdem ich jetzt Substrat und das Einstreu gemischt habe, geht es jetzt darum, welchen Behälter nehme ich. Und ich habe mich diesmal für den Eimer entschieden. Ihr könnt natürlich auch Tüten oder andere Behälter nehmen, das ist ganz eure Entscheidung. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mit dem Eimer mache. Okay, und los geht's. Ihr schnappt euch jetzt einen Eimer oder einen beliebigen anderen, wie ihr das möchtet. Ich habe jetzt extra so einen transparenten genommen, damit ich sehen kann, wie sich das mit Zähler drin entwickelt, ob es irgendwie Kontamination gibt. Deswegen habe ich einen transparenten genommen. Ihr könnt auch gerne einen anderen nehmen. Und dann braucht ihr jetzt einen Akkubohrer am besten. Und dann habe ich hier so einen Aufsatz. Das sind jetzt 20 mm. Meiner Meinung nach ist das nicht zu groß, nicht zu klein. Ihr könnt auch einen normalen Bohrer nehmen, wie ihr das wollt. Und los geht's. Ich habe jetzt vor, auf jeder Seite ein Loch zu machen, das heißt 4 Löcher insgesamt, weil ich denke, bei 10 Liter Eimern reicht das aus, ansonsten entwickeln sich die Pilze halt nicht so gut. Also die Energie geht verloren, wenn ich jetzt 20 Löcher machen würde, aber das habe ich im letzten Video auch schon gesagt. Und los geht's. Ich schnappe durch den Eimer und versuche so mittig wie möglich ein Loch zu machen. Gleich. So, nachdem ich die 4 Löcher gemacht habe, ja, bleibt nicht mehr viel über. Jetzt kommt das ganze Substrat in den Eimer. Ab und zu so ein bisschen runterklopfen. Wichtig ist jetzt nicht mit voller Kraft das ganze Substrat runterdrücken, ansonsten wächst das halt nicht so gut durch, weil er sich dann anstrengen muss. Klappt zwar auch, aber dauert viel länger. So, bis zum Rand füllen. Nochmal runterklopfen, so leicht mit Druck runter. Deckel drauf. Jetzt sind wir auch schon fast fertig. Nachdem wir unseren Eimer befüllt haben mit Substrat, habe ich hier so runde Aufkleber. Das kommt jetzt auf die Löcher, damit das Myzel da drin nicht austrocknet. So, zack. Und damit das Myzel auch noch Luft bekommen kann, mache ich jetzt mit einem Skalpell einen kleinen Schlitz in die Mitte. Zack. Das machen wir jetzt auf allen Seiten und das war es dann auch schon. Dann stellen wir nun unseren Eimer in einen Raum bei 20 bis 25 Grad. Dann wächst der Austernpilz am besten. Und sobald er dann anfängt, nach ca. 4 bis 6 Wochen zu fruchten, das heißt, wenn die ersten Pilze kommen, fängt er dann an, halt den Aufkleber rauszudrücken und dann können wir den Aufkleber ganz abnehmen und dann kommen unsere Pilze. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Like, über Kommentare
Bis zum nächsten Mal. Eure bessere Welt. Ciao.